Moin Moin und willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 14. Wir spielen gegen die Mannschaft, mit der wir bei FIFA Let's Play FIFA 12 gespielt haben. Gegen den FC Schalke 04. Und es ist alles soweit eigentlich gut. Ich würde die gerne Yildirim auch behalten in der Startelf, außer die kegeln nehmen wir doch raus. Krass. Ah, okay, er ist angeschlagen. Er ist angeschlagen. Wegener raus. Warum Wegener raus? Weiß ich nicht. Oh, ich müsste mal kurz hier stoppen, aber meine Aufnahme. Wir sehen uns gleich wieder, ihr merkt nicht. Willkommen zurück. So, kurzer Test. Sehr schön. Funktioniert alles wieder. Also, es geht weiter. Schalke 04 ist unser heutiger Gegner. Zweimal Titel heute gelesen. Zwei Mannschaften von den unterschiedlichen... Achso, das kennen wir doch schon. Bla, 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 bla. Unsere Chancen. Kennen wir doch alle schon. Keine guten Nachrichten. Achso, ja. Jones fällt aus. Wo sonst sind alle da? Bei uns sind eigentlich alle durchweg durcheinander. Was ich noch hier jetzt kurz davor, bevor ich die hatte ich ja auch überlegt, wegen da. Im Endeffekt ist das ja eigentlich so, dass wir Luka Minja eigentlich fast nie einsetzen. Wegener eher. Dementsprechend darf er jetzt auch nur ruhig. So. Würde ich jetzt sagen, los geht's mit dem Spiel gegen den FC Schalke 04 in Gelsenkirchen. Sehr schön. Bremer spielt im Grün und Schalke im Blau. 16 Uhr Anstoße. Ja, los geht's. Ja, bin ich mal gespannt, wie es denn aussehen wird gegen den Ex-Club. Silber, Schießen, Übung. Okay. Ho! Ja, Treffer. Ach, schade. War jetzt deutlich zu hoch. Ja! Wir können ihn auch mal annehmen. Oh. Shit! Ne, der geht zu hoch. Deswegen, ich nehme ihn lieber an. So. Und schieße ihn dann so rein. Das ist einfacher. Insbesondere, weil der hier... Oh, schade. Sehr schön. Oh, der hat aber abgeräumt. Der hat aber schön abgeräumt. Ah, schade. So, Markierung haben wir auch noch ein bisschen zur Seite geschoben. Schade. Da steht ja eigentlich ein Tor. Ich glaube, der Schalke, ne? Jawohl, die haben auch alle umgerissen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wir haben jetzt nicht unbedingt die Höchstpunktzahl, aber ich denke mal, das war in Ordnung. Los geht's mit dem Spiel gegen den FC Schalke 04. Willkommen aus der Bundesliga. Es spielt der FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen und willkommen aus Gelsenkirchen. Es geht um mal wieder die Meisterschaft. Ja, Schalke ist mal wieder oben in der Tabelle. Bremen da unten, die wollen raus. Erst recht die Tabellenende, wie wir eben gerade gesehen haben, ist so eng. Ja, Bremen muss Punkte holen, heißt es. Auch gegen einen Titelaspiranten. Bayer Leverkusen Tabellenführer, man könnte aber ranrobben. Und das wäre natürlich sehr, sehr wertvoll. Bei den Bremern dagegen, ja, die müssen ja gleichzeitig hoffen, dass der FSV Mainz 05 nicht punktet, wenn man selbst nicht punktet. Denn sonst heißt das Relegationsplatz sogar vielleicht noch schlechter. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen uns die Aufstellung an von beiden Teams. Der FC Schalke 04 mit fast derselben Aufstellung wie den Monaten wahrscheinlich zuvor.
Hildebrand im Tor, Huntelaar im Sturm. Ein Topspiel sieht natürlich ein bisschen anders aus. Aber schauen wir uns auch nochmal die Bremer Aufstellung an, die wieder völlig anders ist. Also seitdem dort extrem rotiert wird, seitdem man funktioniert. Petersen und Di Santo vorne im Sturm. Di Santo bislang der einzige Doktorschütze der Bremer. Juzurovic hat zwar auch noch getroffen, aber das sollte man jetzt nicht für bare Münze nehmen. Schiedsrichter, ein alter Bekannter. Und die Hausherren dürfen anstoßen. Und damit los geht's! Aaron Hunt holt sich den Ball gegen Aogo. Boateng. Ah, kommt vorbei. Huntelaar. Und das ist Fuchs. Der unter dem alten Trainer im Mittelfeld spielen durfte. Hier nicht mehr. Höger. Höger zu Aogo. Aogo. Nicht das 1:0. Wäre auch früh gewesen. War schon zu früh. Höger. Aogo. Huntelaar. Oh, gut gedacht zu verfangen, aber da steht noch jemand im Weg. Aber dafür der Konter. Über Injovski. Injovski. Na, Querpass hätte besser gepasst, aber er wollte wahrscheinlich selbst abschließen. Deshalb keine Paradechance von Hildebrand. Das ist Aki Aogo. Höwedes. Kapitän. Noch? Weiß ich nicht. Kann ich leider nicht sehen. Clemens. Aogo. Schön zurück zu Clemens. Ja, und Foul, Freistoß. Wenn die Schalker vielleicht schnell ausführen, das tun sie auch. Fuchs. Fuchs gegen Selassie. Und Selassie ist der Gewinner. Aber nicht zweifach. Höger. Höger müsste flanken, müsste immer noch flanken. Höger, was machst du da, Junge? Was machst du da? Gibt Eckball für den FC Schalke 04. Dann hätte er flanken müssen. Somit den Strafraum schön in Schacht halten können. Ecke. Erste Ecke. Sieht er lang und länger und da ist kein Abnehmer. Dafür aber ein Bremer. Den Ball wieder für eine eigene Hälfte vertändeln. Huntelaar. Na, verliert den Ball. Das hier. Schön, Petersen. Und Hildebrand mit dem ersten Ballkontakt nach 25 Spielminuten. Und das ist Fafan. Na, verliert den Ball gegen Selassie. Und Einwurf. Petersen. Gut den Ball geholt. Der Konter über Boateng zu Huntelaar. Huntelaar setzt sich hier förmlich durch. Der kennt das noch vom alten Trainer. Angriff ist die beste Verteidigung, hieß es. Selassie. Injovski. Ballverlust, Höger. Zu Aogo. Fafan. Fafan läuft hier förmlich alleine, ohne dass er angegriffen wird. Petersen. Und wieder Rückpass. Na, wenn das nicht meins irgendwann ins Auge geht, so ein Rückpass. Schalke am Ball. Durch Fuchs. Und Einwurf. Einwurf nach vorne. Boateng startet nicht durch. Holen sich die Norddeutschen den Ball.
Fehler. Yoshida. Böger. Und, na, Vorteil. Bremer haben auch gedacht, dass das hier nicht Vorteil wird. Und, erste Chance und Abpfiff. Halbzeitabpfiff. Null Nummer. Schalker besser. Ja, sie haben versucht, taktisch das Ganze aufzudrüseln. Irgendwie war das nicht so das, was sie an Abschuss gezeigt haben, gekonnt haben, was sie normalerweise können. Null Nummer gegen Bremen. Na, das können sie sicherlich besser als ein 0:0. Die anderen Ergebnisse: Bayern führt 2:0 gegen Augsburg und Freiburg und Stuttgart 0 Nummer. Lassen wir sie. Die zweiten 45 Minuten. Los gehen sie! Was könnten jetzt beide Teams machen? Was können sie jetzt anstellen, damit hier was geändert wird? Nun, ich würde sagen, fast nichts. Selassie abseits. Gucken wir uns das nochmal an. War er wirklich im Abseits? Ich würde sagen, gleiche Höhe. Aber mich fragt man ja hier nicht. Höger. Ah, gut aufgestellt, aber irgendwie dann doch nicht, weil da ja keiner war. Der hätte den Ball annehmen können, der hätte den Ball verarbeiten können. Foul, gibt Freistoß und einen Wechsel. Und zwar Clemens raus. Das versteht er, glaube ich, selbst nicht so ganz. Und die Nummer 19 rein. Aber wenn man selbst nicht so ganz versteht, warum man ausgewechselt wird, ja, dann ist das natürlich immer schlecht. Obasi wird eingewechselt, wenn wir mal gezeigt. Und das ist Selassie. Jusunovic. Injovski. Ja, jetzt spielen sie den Ball zu. Die wissen, glaube ich, nicht so ganz, wo sie hinschießen sollen. Das war ein Schussversuch. Und mehr als das war es auch nicht. Oh, Fehler, Huntela, der macht ihn nicht. Warum macht er ihn nicht? Ich weiß es nicht. Allein vor Militz, das wäre die perfekte Chance gewesen. Aber dann nutzt er sie nicht und es ist Abseits, es ist Abseits. Schade, schade, schade. Wechsel, Neustädter wird eingewechselt. Leider nicht gesehen, wer rausgeht. Aogo. So, wir wechseln auch. Andersrum habe ich gerade gesehen, bei meiner Aufnahme hier unten hat er gerade ein bisschen gesprungen. Ich hoffe, dass das jetzt alles noch zusammen ist. Anscheinend hat er wirklich zu viel momentan drauf. Jusunovic. Und das ist Injovski. Ah, Ballverlust. Und Aaron Hunt. Ah, versucht den Ball natürlich irgendwie jetzt hinzuspielen. Jusunovic. Über den Flügel. Jusunovic wird gehalten. Fällt aber nicht. Und die Möglichkeit, und drin ist er! Der SV Werder Bremen führt in der 65. Minute durch Nils Petersen. Na, da hat er doch endlich mal getroffen. Da hat er doch endlich mal getroffen, der Nils Petersen. Und was für ein Tor. Ein Eck. Ein, ja, was, wie kann man das gut nennen als Reporter? Da fällt jemand, gibt keinen Freistoß. Wie kann man das super nennen? Über den Flügel schön reingeflankt hat er ihn und Petersen mit dem Kopf zur Stelle. Sein erster Saisontreffer. Das hat er natürlich sehr lange gebraucht, bis er einmal traf. Aber der FC Schalke 04 liegt zurück. Das kennt man doch irgendwoher. So Meisterschaftsrennen. Und naja, man verzweifelt schon förmlich an sowas. Aber heute sollte es nicht so sein eigentlich. Denn der Gegner ist ein Abstiegsaspirant. Eckball. Ecke, Jusunovic
Weiß es nicht so gut. War Huntelaar raus. Schalai rein. Der Ex-Mainzer. Könnte vielleicht doch noch was heißen. Guck mal. Ecke. Farfan macht ihn. Farfan gut gelangt. Und Miele zählt den. Ein eigentlich sicherer Ball für die Stürmer, für Schalai insbesondere. Der kann das eigentlich. Konterchance, Juzunovic. Machen sie das genauso wie eben Injovski? Anscheinend schon. Und Ballannahme voll gescheitert, aber absolut gescheitert. Was war das denn für eine Katastrophenannahme? Die Schalker scheinen müde zu sein. Und das nutzen wir jetzt auch mal aus. Schalker scheinen müde zu sein. Das nutzen wir glatt aus. Aber wir sind auch extrem müde. Juzunovic wieder raus. Yildirim rein. Aaron Hunt. Yildirim tauschen. Aaron Hunt raus. Ekeci rein. Anscheinend steckt das hier die Champions League in den Beinen. Anscheinend steckt viel zu viel in den Beinen von beiden Teams. Wegen. Und Matt. Obasi. Oh, was für ein Hackentrick. Warum bloß? Ja, nein. Farfan. Farfan. Jefferson Farfan. Boah, gut in die Lücke gespasst, aber da steht keiner. Außer die Verteidigung der Bremer. Ich glaube, zu denen wollten die ja wohl am wenigsten. Zumindest sollte da am wenigsten der Ball hin. Höger. Gut. Injovski. Ah, der Ball könnte noch zu weit sein. Ist zu weit gegangen. Und damit gibt es den Wechsel. Doppelwechsel. Yildirim und Ekeci rein. Juzunovic und Hand raus. Und anscheinend will man wirklich jetzt nur noch Zeit schinden. Also, was anderes kann ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen. 2 Minuten Nachspielzeit. Bremen führen 1-0 gegen den FC Schalke 04. Wer hätte das erwartet? Also, ich hier nicht. Neustädter. Ah, Neustädter. Das ist Obasi. Obasi verliert aber ganz stümperhaft den Ball gegen Injovski. Es gibt Freistoß. Freistoß schön lang gezogen, aber Boateng konnte den leider nicht zum Tor auswerten. Nämlich nur in die Hände von Mielitz und das war's. Ende Gelände. Der SV Werder Bremen gewinnt überraschend mit 1-0 gegen den FC Schalke 04, die langsam ihre Meisterschaftsträume doch wieder abhaken können und Bremen dagegen die Abstiegsängste so langsam zur Seite schieben dürfen. Gucken wir uns das nochmal das Tor des Tages an. Die Stirn von Pedersen hat den Ball an den Pfosten gebracht und damit ins Tor. Sehr schön. Spieler des Tages ist trotzdem Injovski geworden. Das ist auch sehr schön. Aber ja, Injovski ist Spieler des Tages geworden. Das ist doch super. Neustädter als der hat es als Stürmer eingesetzt? Das ist peinlich. Neustädter ist kein Stürmer. Aber gut. Wir haben die Gegner so spielen lassen, wie sie spielen. Eine Begegnung, Bayern hat 2-0 gewonnen und Freiburg 0-0. Ja, ich hoffe echt, dass das jetzt mit dem ganzen Bild klappt, wenn ich mal so zwischendurch mal reinwerfen darf. Denn er zeigt mir jetzt hier gerade an, dass er über 20 Sekunden Rückstand hat. Letztes Mal, als er das mir angezeigt hat, hat er das Bild zerstört. Ja, genau, hier an der Seite steht, Pedersen trifft endlich. Abgestellte Spieler, ja, Juzunovic, Brödel und Hand. Aaron Hunt als deutscher Nationalspieler, das ist euer Witz, oder? Der ist doch nie, der wird doch nie und nimmer in der deutschen Nationalmannschaft. Echt jetzt? Schreibt mal in die Kommentare. Echt Nationalspieler? Jemals? Ich glaube, der hat schon mal für eine andere Nation gespielt, Aaron Hunt, oder nicht? Keine Ahnung. Naja, gut, wir stellen ihn ab. Soweit, so gut. Danke. Weil wenn schon, dann wichtig, ne? Wir spielen gegen Mainz. Ach Mann, wir spielen gegen Mainz 05 direkt dahinter. Das gibt's doch nicht, ne? Wir spielen gegen Mainz 05 direkt dahinter.
Pressekonferenz auf jeden Fall abhalten, nämlich unser Team loben. Für diese Leistung, die sie jetzt in letzter Zeit gezeigt haben, muss man das Team loben. Zwei Siege in Folge, das nennt man sehr, sehr, sehr gut. So, ich hoffe, dass das jetzt immer noch alles gut ist. Wir sind Tabellenelfter. Wir spielen jetzt gegen den FSV Mainz 05, die auf Platz 15 gelandet sind. Augsburg mittlerweile auf 16. Ja, das ist bitter. Das ist echt bitter. Unser Ziel ist es, irgendwie da zu bleiben, wo wir jetzt sind. Wir können jetzt mit einem Sieg, können wir wieder nach oben aufschließen. Wir haben 3 Tore. Das ist auch schon so eine Witzveranstaltung. Wir haben 3 Tore erzielt. Oh je. So, Champions League hatte ich ja letztes Mal nicht gezeigt. Champions League hatte Bayer Leverkusen sehr viele Probleme, scheint es mir. Dort ist ja auch eigentlich, da ist es eigentlich so gut wie ja geklärt, wer jetzt weiterkommt oder wann mal, ich rechne mal nach. Ja, das ist sogar geklärt. Madrid und Juve sind weiter. In Gruppe A ist noch nicht so ganz weiter, wer weiter ist. Gruppe C haben wir auch noch nicht alles entschieden. Anderlecht ist der Außenseiter dieser Gruppe, das lassen wir mal so stehen. Der FC Bayern München und Manchester City sind drauf und dran weiterzukommen. ZSKA, gucken wir mal. Chelsea ist noch nicht ganz weiter. Die müssten jetzt aber sehr viel Pech haben, dass sie jetzt noch Den Haag überholt wird. Gruppe F haben wir nur, dass Borussia Dortmund in der nächsten Runde ist. Ein Glückwunsch dorthin. Dann haben wir in Gruppe G ja auch noch nicht alles bereits geklärt. Also Madrid macht dasselbe wie wir im Unentschieden spielen. Gruppe H haben wir auch noch alles offen. Jedes Team kann noch ausscheiden, jedes kann noch weiterkommen. Barcelona nur auf Platz 3. Dann kommen wir Europa League. Europa League haben wir. Ja, was haben wir in der Europa League? Auf der Europa League haben wir. So die Klassiker, ne? Wir sind auf Platz 2, das ist doch sehr schön. Das ist sehr schön. Brøndby und wir sind auf Platz 2. Mit jeweils einem Sieg und 3 Unentschieden. Wir haben ein schlechteres Torverhältnis, deswegen. So, aber wir sind auch noch nicht durch. Sagen wir es lieber so. Wir können noch rausfliegen. In Gruppe C ist, da ist auch noch nichts entschieden. In Gruppe D haben wir auch noch keine Entscheidung. Gruppe E, Florenz ist durch. Florenz, da könnte unser Gegner werden. Gruppe F ist Bordeaux durch. Gruppe G haben wir auch noch kein Team, was durch ist. Gruppe H ist interessant. Nord-Lilient ist leider noch schon draußen. Aber der Rest ist noch gut dabei. Gruppe E ist Lyon. Lyon ist durch. Gruppe H, J haben wir nichts. Noch nichts. Wer sagen kann, auf jeden Fall da weiter. Gruppe K ist klar. Tottenham und Twente Enschede sind beide weiter. Gruppe L mit Rom und AZ Alkmaar. Also Rom ist durch, AZ Alkmaar noch nicht ganz. Aber ich würde mal sagen, das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr in Gefahr geraten. Alles andere wäre ja sehr, sehr komisch. Dann gehen wir mal die Ligen hier wieder durch. Und zwar Belgien haben wir noch. Ich hoffe, dass ich immer noch auf Aufnahme bin. Echt, ich habe jetzt ohne Witz ein bisschen Schiss. Ich muss gleich echt nochmal die Aufnahme nachgucken. Brügge auf 1. Dann haben wir in Deutschland in der zweiten Bundesliga. Ingolstadt auf Platz 2. Ja, das ist für mich die große Überraschung. Cottbus auf dem Abstiegsrang, ja. Aber Ingolstadt auf Platz 2, in echt sind sie doch totale Katastrophe. Naja, was soll's. Wen haben wir denn? Dänemark haben wir unseren Brøndby-Gegner, immer noch auf Platz 1, unangefochten. In England Tottenham Hotspur auf 1. Aston Villa, immer noch völlig unverständlich auf dem Abstiegsrang. Wir gucken mal die anderen Unternehmen auch. Queen's Park Rangers sind dabei, aufzusteigen. Ich würde mal sagen, die haben es sehr gut da oben. Wolverhampton nur auf Platz 2. Hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, hat mich sehr gewundert. Portsmouth auch nur auf 2. Crazy. In Frankreich haben wir PSV auf Platz 1 vor Marseille und Monaco ist auf Platz 7. Aber Paris ist unangefochten erster. Hier in der zweiten Liga ist auch noch nicht so dolle. In der ersten Liga Tabellenführer. In echt sind sie auch relativ stark. Ich glaube, die haben jetzt auch erst vor kurzem die erste Niederlage erlitten. Gegen Juventus Turin. Ich will noch Serie B gucken, bitte. Danke. Nö, auch nichts Interessantes. Kolumbien halt brauchen wir nicht gucken. Mexiko auch interessant. Niederlande, PSV. Ja, die haben wir den ersten Niederlagen zugefügt. Gut.
Dort haben wir, oh ne, Überraschung, nö. Polen, auch keine Überraschung. Obwohl, doch. Lipke Prilubin ist oben. Das ist für mich überraschend. Ich weiß nicht, also die polnische Liga gucke ich an. aber ich glaube, die sind überraschend da oben. Sonst Portugal, Braga, unangefochten auf Platz 1. Benfica auf 5. Sporting auf 8. Da wird er ganz groß umgerockt. Zenit, unangefochten Erster. In Schottland haben wir Celtic nur auf Platz 2. Auch überraschend. Basel, unangefochten Erster, die kommen direkt in die Champions League. Bei den drei Spanier, Madrid und Barcelona nicht auf Platz 1. Überraschung, Überraschung. Und das Österreich haben wir auch noch ganz nette Sachen. So. Dann geht es jetzt als nächstes gegen den FSV Mainz 05. Das wäre natürlich ein bisschen peinlich, wenn wir jetzt. Können wir da nicht jetzt irgendwie irgendwas noch ändern? Doch, nee, doch nicht, nein. Fritz ist angeschlagen, ne? Das ist jetzt ein großer Markum. Ja, Aaron Hunt, klar. Wir können ihn leider nicht aufstellen. Er ist zu sehr angeschlagen. Selassie eher drauf. Ja, alle fast völlig fertig. Was ist das denn? Ach, das ist Moral. Das ist Moral. Leute, Leute. Ja. Stevanovic für Macchiari. Selassie raus. Für ihn kommt Pavlovic und Kroos rein. Wir brauchen echt Filler, wir brauchen echt irgendwie hier Spieler. Milic, der sitzt auf der Bank. Wolf im Tor wieder. Okay, gut. Testen wir einfach mal. Wir testen einfach mal. Pedersen schon angeschlagen. Ist schon angeschlagen. Gucken wir mal. Deswegen wollte ich ja einen neuen Stürmer haben. Wir tun Wegener auf die Bank. Vielleicht brauchen wir ihn für die Einwechslung für Pedersen. Ich weiß es nicht. So, ich hoffe, ihr seid voll dabei. Nächstes Mal wieder, wenn ihr mögt, schaltet rein. Gegen FSV Mainz 05. Morgen nämlich, wenn ich soweit richtig rechne. Ja. Bis morgen oder bis später oder bis wann auch immer. Bis dann und tschüss.